Ja, hoffentlich fährt die Bergziege nicht drüber, ja. Absolut richtig. Müssen sie ein bisschen vorsichtig sein. Kann ja auch im echten Leben so sein. Ich tarn mich mit den roten Haaren, aber auch gut hier. Leckt mich am Arsch. John versinkt halb im Fels. Da sieht man nur die Beine rauskommen. Nicht. Bitte stirb nicht. John, du bist aber mittlerweile auch ein bisschen versteckt. Hast du dich zugebuddelt, oder was? Ja. Ich kann perfekt. Das. Du hast dich, weil du gebrannt hast, hast du dich mit Erde zugebuddelt. Irgendwie passt das ja. Das ist, ja, also besser. Ja, besser. Ja, gepasst hätte es ja. Stark. Den Kopf in die Sand gesteckt. Leitstelle von Einsatzleiter Montelliert. Ja, Leitstelle ist hier nicht im Punkt. Leitstelle höher. Ja, RTW und Granger sind am Sammelpunkt Lonnie Star. Grapeseed, die Bergziegen beginnen jetzt mit der Suche und hier ist ja noch in der Luft. Also erstmal alles. Ach du hier. Scheiße, bis dahin? Check, oh mein zusammen. Gott, was? Nicht weiterfahren, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren. Ganz rutschig, fahre unten rum, wenn dann, oder rechtzeitig hier jetzt ab. Hab den RTH schon lange nicht mehr gehört. Da los. Ja, die suchen jetzt gerade wohl anscheinend auf der falschen Bergseite. Ja, deswegen wollte ich extra auf diese Bergseite suchen. RTH 1 hat sie. Klug von mir. RTH 2, sorry. Direkt oben Mount Chiliad auf dem Sie kommen. Östlichen, auf der östlichen Straße, am besten Westseite. Westliche Straße. Ja, das mit dem Beschreiben von Sachen üben wir nochmal. Ich würde sagen, vor der Gabelung. Ich würde sagen, wir treffen uns oben und du leitest uns, weil Navis und so ist nicht dein bester Freund. Ja, somit wir treffen uns oben. Wir landen vorerst nicht. Wir sehen nicht genau, was da unten los ist. Wir haben keine riesige Rauchschwalbe. Check. Wir sind auf der Ostseite auf so einem Schale, so ein, wie eine Schere. Auf einer Bergspitze. Ja, also ihr könnt hier nicht landen, keine Sorge. Ist nur eine Übung. Ja, also ihr habt hier keine Landefreigabe in der Nähe, ihr sollt bitte koordinieren, ja? Danke. Gut. Wenn ihr der Straße folgt, direkt geradeaus ist der Heli zu eurer Rechten. Check. John, ich liege hier noch. Wir. Habt ihr mal einen Status-Update für dich? Also Personen, der Hubschrauber ist gefunden und die Free-Caller sind auf dem Weg dann, ja? Ja, check, wir haben einen gelandeten Heli gefunden. Ja, perfekt. Dann soweit vorbehandeln, stabilisieren und dann je nach Verletzungsmuster schnellstmöglich runter zum Sammelpunkt. Braucht den zweiten RTW? Noch keine Infos, gucken gleich erstmal. Alle fahren langsam an und gucken, dass hier nichts explodiert. Alles klar, gebt mir dann rechtzeitig Bescheid, wenn ihr weitere Kiste braucht. John, brennt hier! RTH bleibt in der Luft. Der RTH, bitte zurück zum Davis und das Rettungsmittel wieder bereit machen, sobald die Bergziegen vor Ort sind. Oh Gott, das war knapp! Ja, ziehen wir ab. Status-Update von den Bergziegen, es brennt hier oben nicht, zwei Personen, wir fangen gleich an mit Vorbehandlung. Das war knapp! Schön, Carsten, dass du auf Herald rumläufst. Finde ich gut. Aho! Also, Situation für euch wie folgt, RTH abgestürzt, die Person, die hier unten auf dem Boden liegt, nicht ansprechbar, schwerste Verbrennungen. Okay, kann sich die Person, die hier auf dem Boden liegt, einmal bitte ganz kurz entspannen? Genau, das wäre ganz entspannt. Gut, dann würde ich sie ist auch... entspannt. Okay. Ja. Ja, John ist auch schon ein paar Mal über mich drüber gelaufen und du wärst beinahe über mich drüber gefahren, Markus, ich hatte wirklich Angst. Ich meine, ich bin nicht ansprechbar. Du bist ein Chamäleon. Gut. So, wie geht's dir, John? Du, ich bin einfach jetzt gerade nur noch nicht mehr da. Okay. So, okay. Dann. Mein Co-Pilot ist ausgestiegen, ist mit dem Fallschirm abgesprungen, hat mich einfach im Stich gelassen. Ja, perfekt, gut. Ich meine, ich bin nicht ansprechbar. Du fliegst. Ja. Information für Einsatzleitung, wir haben hier einmal eine Person, Verbrennung, bewusstlos, welches Grad kann ich noch nicht sagen, müssen wir weggucken. Ich hol schon mal das Scanboard. Ich werde übrigens erst wach, wenn ich in dem RTW bin mit der 99. Ich weiß. Au! John! Das ist eine absolute Frechheit. Hör auf! Bring mal bitte gleich noch eine. Bring mal nochmal mit einem.
Ja. Gut, ich stehe jetzt auf. Ihr könnt mich verarschen. Ich lasse nicht mehr auf mir rumtrampeln. Jetzt hör auf. Beinbord. Mann. So, dann gib mal bitte den Taserstreifen. Wir kleben ihr mal den Zugang dran. Ja. Bitte. Du stichst nicht rein, wir kleben. Carsten? Ja, wir kleben. Gut. Warum hast du die Kappe abgemacht, Carsten? Ja, perfekt. Du bist bewusstlos und musst dir nicht antworten. So, gut. Dann einmal gleich, wenn wir im Auto sind, Sauerstoff dran geben. Hast du irgendeine, hast du eine Salbe bei dir im Auto oder gegen Verbrennung? Negativ. Okay, gut. So, dann. Perfekt. So, Puls ist noch da. Aber Blutdruck ist auch noch okay. Gut, dann fixieren Sie mal bitte einmal aufs Beinboard. Bei dir hinten rein oder bei mir? Ich stehe näher theoretisch. Ja, Leitstelle verlässt wieder vom Kreis. Sehr nah, sehr nah. Ich weiß gar nicht, welche teuflische Stimme hier gerade redet. Auf drei heben wir sie rüber. Ich würde erstmal Nacken fixieren. Wir wissen nicht, was da hier gerade passiert ist. Ja. Sie liegt auf dem Boden bewusstlos. Ich mach mal Stiffneck drum. So. Gut, und wir heben sie nicht an, wir schieben das Beinbord unter sie. Wir schieben sie drunter, ja, genau. So, Schiebt sie den Berg runter. Ja, so, dann komm mal her, von den Beinen fangen wir an. Ja. Gut, drück ihn einfach mal bis zum Arsch vor. Und ab da übernehme ich mir dann vorne und hebe sie da ein bisschen an, aber dafür muss ich erstmal richtig greifen. So. Gut, dann einmal schön unter die Schulterblätter. Ja. So, oh, nee, das ist ein bisschen zu weit, ich habe es beim Bord gespürt. Oh. Entschuldigung, Harriet. Gib. Oh. Gib. Ja, ich schiebe. Perfekt, gut, ich lasse langsam runter. Ja. So, dann fixieren wir das Stiffneck noch am Spineboard. Absolut, Sven. Genau, ich schneide sie schon mal fest. So, wie er mich jetzt getreten hat. Ja, ich mache schon mal die Rücksätze runter. RTR2 verlässt den Funkkreis und wechselt zurück in D1. Gut. Check. Harriet, stimmt nicht! Au! John, Mann, warum? Aua! Die Sitze sind unten, wir schieben sie von hinten rein und fixieren sie dann gleich von der Seite. Ja. Das ist die ganze Zeit so, wenn Max das sagt. Gut. Und Papa, hoch mit dir. Ja. So. Gut. Perfekt, dann schieben wir sie schön einmal hier rein. Einsatzleitung, man schert von Übungsleitung kommen. Na. Einsatzleitung. Max. Frage, wo ist der Bereitstellungsort für den RTW kommen? Lonnie's Bar. Grape Seat, nee, Lonnie's Bar. Mal direkt runter. Ja, du fährst bei dir, ich fahr runter. Genau. Du fährst vor, damit du wenn dann sagen kannst, wie auch immer. Genau, so. Machen wir so. Einsatzleitung für der Bergziege. Einsatzleitung, ja. Person auf Beinbord hinten auf dem Rücksitz drauf fixiert, mit dem runtergebracht, bewusstlos, Verbrennung und weiter Behandlung RTW. Bergziegen kommt runter, Carsten fährt vor, ich fahr nach mit Patient. Check, so verstanden, wir warten euch. Ciao, John, hab dich lieb. Übungsleitung kann gerade nicht funken wegen RDH-Flug. Nicht wundern, Marcus. Sobald ich im RTW bin, werde ich sehr viele Schmerzen haben. Du, alles gut. Dafür bin ich ja auch teilweise da. Beziehungsweise da ist gerade Kisha, glaube ich, da. Ja, nee, es soll, glaube ich, um die 99 gehen, deswegen. 99? Ah. Das ist eine Übung für die 99 auch. So, Behandlung und so. Ah, okay, gut. Deswegen, ich werde sehr viele Schmerzen haben. Ich werde schreien. Alles gut, und ich soll also nicht eingreifen? Richtig. Okay. Lass den RTW machen. Du bist Marcus! Marcus! Ich hab Handbremse dran. Okay. Ich würde rechts runterfahren, da ist es flacher. Und zack, Carsten war weg und nie wieder gesehen. Hervorragend. Bitte einmal in die Eingangshalle kommen. Also im falschen Funk, oder? Nee, Johnny ist hier mit Leitstelle. Achso. Du, alles gut, ich bin schon das fünfte Mal mit dem Ding unterwegs, also drei Einsätze. Bis jetzt war die erste Übungsfahrt die schlimmste, da habe ich die Seite ein bisschen aufgekratzt und eine Scheibe rausgehauen.
Wie stellt für alle, ich hoffe, das vor mit Spineboard? Ich hoffe, mein Clipguard macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Also ich meine, das sieht aus wie ein Weg. So ist es nicht. Ja, du fährst vor, ich guck, dass ich hinterher bin und ansonsten Abstand behalte. Dann soll er, ja, den Hang runterfallen. Hört sich böse an, aber mit dem Patienten ist es... Ja, hier ist ein Fluss, ein Bachbett, da können wir gut runter. Schön, dass ihn spannt. Geh weg. Ja, da stellt sich das gerade ein bisschen leichter alleine vor als mit zwei Personen. Ja, vor allem solltest du das Beinbord. Du solltest mich auch nicht so schütteln. Ja, ich weiß, deswegen fahre ich nicht mal 30 hier runter. Das war schlecht geschüttelt. Ja. Au. Ach, John hat mich, glaube ich, bestimmt 20 Mal gedreht, als Flussbett, ich kann hier nicht so schütteln. John hat mich bestimmt 20 Mal getreten. Er hatte viel zu viel Spaß dabei. Ich werde tatsächlich, glaube ich, echt einfach den Berg runtergeslidet, langsam. So ein Spineboard ist übrigens echt unbequem. Ja, das soll auch nicht bequem sein, sondern dich fixieren. Ja, sonst fahr doch hier rechts ein bisschen auf den Berg hoch und guck da mal. Jetzt gerade auch der Plan. Ne. Ich meine, ich bin bewusstlos. Nein, das machen wir nicht. Nee, sieht schlecht aus. Wir machen danach direkt einfach mal eine Rechtsabfahrt. Vorsichtig, wenn du über die Kante kommst, da ist eine Klippe. Wäre sehr dafür, dass wir keine Klippe runterfallen. Nee, hier sieht auch schlecht aus. Ja, jetzt musst du wohl durchs Flussbett mit mir. Ich gebe nachher Frage gerne die Rückmeldung, dass das sehr unbequem war. Oh Gott, Markus! Ja, du, mir war es lieber, als dich jetzt über drei Hubbel zu fahren. Weil das ist dann echt ganz unangenehm am Spineboard. Naja, ich melde das gerne zurück, ist kein Problem. Sind auf der Straße. Au. Okay. Der zweite Werkzeuge hat Patienten. Kann wir übernehmen. Liegt hinten auf den Koffer, auf den Rückbänken, umgeklappt, mit dem Spineboard fixiert. Okay. Ah, alles klar. Dann heben wir sie da einmal raus. Ich mache euch meinen Kofferraum auf. Ja. Okay, danke dir. Dann heben wir sie da auf drei einmal raus. Ist offen. Eins, zwei, drei. Oh, okay. Dann legen wir sie erstmal vorsichtig hier ab. Hier. So. Harriet? Hallo? Okay. Ja, einmal mit Riechsalz, einmal Puls gucken, ist noch alles okay, einmal Riechsalz. Gott, was ist passiert? Aua! Das tut so weh, scheiße, warum tut das so weh? Wir legen die einmal in Zugang mit Schmerzmitteln. Nein, oh Gott, das tut so weh! Oh mein Gott, was ist passiert? Ring an Nova. Oh mein Gott. Oh, warum? Oh Gott, wo bin ich hier? Abgestürzt. Ach, Scheiße. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, geht's schon gut? Geht's schon gut? Ich war John, war mit dabei. Wo ist John? Wo ist John? Okay, John, geht's gut? Okay. Oh Gott, das tut so weh. Wir geben dir erstmal mit Ringer Nova. Das tut so weh. Oh mein Gott, mach doch bitte was. Bitte. Wir sind dabei. Wir geben dir gerade eine Ringer Nova-Lösung gegen die Schmerzen. Und ich würde dir einmal was zur Beruhigung geben, ja? Oh Gott, was passiert? Oh mein Gott. Ich hab nur dir einmal was zur Beruhigung, hing das bitte auch intravenös dran. Ich kann das nicht machen, Kisha. Bitte. Bitte. Wir helfen dir. Bitte. Aua. Harriet, ganz ruhig, wir helfen dir. Das mit den Schmerzen sollte gleich ein bisschen besser werden. Wir schauen gleich deine Verbrennung einmal an. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Okay, Harriet, wir haben jetzt einmal intravenös was zur Beruhigung gegeben. Das sollte gleich ein bisschen einsetzen, plus ein bisschen was gegen die Schmerzen, okay? Okay. Okay, kannst du mir sagen, was passiert ist? Nein, weißt ich habe nur noch irgendwie so ein Piepen im Ohr und irgendwie konnte ich dann nicht mehr richtig fliegen und nicht mehr richtig lenken und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Okay, keine Ahnung. Dann versuch einmal ruhig und flach zu atmen, ja? Ganz langsam ein und aus. Ein und aus. Okay. Frage wechseln vom Kreis 1. Schau jetzt einmal deine Verbrennung an, ja? Oh mein Gott, nein. Wenn das Verbrennungen. Du hast leichte Verbrennungen. Schau dir das noch mal genauer an, ja? Du kennst es ja selber. Oh Gott. Okay, du versuchst weiter ruhig zu atmen. Ja. Geht's John gut? John geht's gut. Okay. Mit John haben wir schon gesprochen. Ist alles in Ordnung. Lebt er noch, ja? Genau, natürlich lebt noch. Ja, wir sind hier gleich durch. Wir wechseln jetzt schon mal wieder alle Gefahren von Kreis 1. So, Thomas, guck dir bitte einmal die Verbrennung an. Ja, schon die ganze Zeit. Es sind Verbrennungen zweiten Grades. Oh Gott, deswegen tut das auch so weh. Vielleicht auch schon einige Stellen sind Verbrennungen dritten Grades. Ach du Scheiße. Alles klar. Ich würde Beta Isadonna jetzt erstmal draufsetzen und einmal noch einen Verband rum. Mhm. Und vorher noch reinigen. Ja gut, okay. Wir säubern dir jetzt dementsprechend einmal die Wunden. Hast du sonst noch Schmerzen, Harriet? Ja, es tut immer noch weh. Ist ein bisschen besser, aber scheiße. Okay, natürlich. Das wird jetzt auch noch kurz ein bisschen wehtun. Wir können die Dosis von Novalgin ein bisschen erhöhen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Okay, dann mach bitte einmal bei den Zugängen eine höhere Dosis Novalgin dran. Ja. Ich warte aufs Fentanyl. Wo ist das Fentanyl? Welche Fentanyl haben? Dosis erhöht. Okay. Und du konzentrierst dich noch darauf, ein- und auszuatmen, ja? Ja. Okay, wir sind beide. Du bist nicht alleine. So, Verbrennung am Oberschenkel. Wetter Isadonna und... Oh Gott, zieh da nicht so dran. Aua, ich glaube, meine Kleidung hängt da fest. Oh Gott, au! Okay. Versuch mich dabei anzuschauen, während er dich behandelt, ja? Okay. Ach, du bist wunderschön, Kisha. Du wirklich, auch, Helga. Wollte ich dir schon immer mal sagen. Wir haben noch genug Zeit, uns das immer zu sagen. Okay. Wenn du das sagst. Okay. Oh, zum Glück kurzärmlich heute. Oh, hi. So. Oberarm, linker Arm, auch in Ordnung. Desinfiziert und eingebunden. Und Beta Isadonna auch drauf. Beide Arme, du Scheiße. Das wird wieder. So, hier haben wir nur das Wichtigste ist, dass es euch beiden soweit gut geht und das wird wieder. Ja. Ach, Scheiße. Unfälle können immer passieren, das ist natürlich Risiko. Aber das bekommen wir wieder hin. Ansonsten, ich will eigentlich doch noch mit einschmeißen. Die verbrannte Jeans würde ich jetzt aber erstmal anlassen, Kisha. Na klar, können wir dann im Krankenhaus ordentlich entfernen. Genau. Hast du sonst noch irgendwo Schmerzen, Harriet? Es tut einfach alles weh, Kisha. Okay. Ich habe, glaube ich, noch versucht wegzukriechen. Scheiße. Ja, das könnten natürlich dann auch Schürfwunden sein, die du hast. Thomas, kannst du bitte einmal einen Komplettcheck machen? Natürlich. So. Einmal Pulsometer. Ordnung. Okay. Ich habe Dom ja geschrieben, es ist eine Übung. Puls, ich könnte jemand sagen, es soll jemand anrufen. Aber auch ja gut, sie war ja auch sehr aufgeregt. Genau. Ich halte ein paar Zähnchen. Danke, Kisha. Gerne. Blutdruck normal, 129 zu 85. Mhm. Presse, alles gut, ist nur eine Übung. Ist nur eine Übung. Harriet, irgendwelche Nebenwirkungen, beziehungsweise irgendwelche Allergien? Nee, ich habe keine Allergien. Okay. So. Also, Vitalwerte in Ordnung, stabil. Leicht erhöhter Blutdruck, leicht erhöhter Puls und Blutdruck normal. Na, okay. Hey. Hey, Doc. Hey. Na, wie läuft's so? Und dann, Harriet. Ja, guck mich an, Lonnie. Ich bin überall verbrannt. Aber jetzt ist, ich kann schnell ein Grab ausschaufeln. Oh Gott, sag das doch nicht. Ja, doch. So,
Pulsometer bleibt dran. Mann, Lonny, wenn wir ein Grab für Sie haben hier, dann kannst du sie jeden Tag besuchen. Ja, gut. Bestimmt auch so. Also, ja, begrab mich im Norden. Ja, ja. Danke. Ich fange schon mal das Grab mal an. Okay, also, was machen wir jetzt, Thomas? So jetzt auf dem Spineboard in RTW und dann schleunigst ins Krankenhaus. Sehr gut. Dann sitzen wir aber hinten in der RT, wenn du das sagst. Natürlich. Okay, dann helfe ich dir beim Tragen. Und auf drei rein. 1, 2 und 3. So. Okay. Übungsende, Harriet, fährst du mit uns mit? Ne, die fliegt. Okay. Ah, schade. Jetzt wollte ich noch den Angehörigen Anruf machen lassen. Oh, oh Gottes Willen. Warum? So schlimm wäre es nicht, oder? Hä, hey, wenn sie das möchte, dann ruf ihn an. Ja, Thomas, ruf mal bitte meinen Angehörigen an. Notfallkontakt? Okay, mhm. Komm. Der geht direkt aufs Dach. Okay, aber jetzt nicht offiziell. Doch, doch. Dann macht er sich aber Sorgen, oder die? Nein, er weiß schon Bescheid. Okay. 483? Oh wei. Das nicht im System hinterlegt? Ja gut, der hat die Akte jetzt nicht da, oder? Ja, aber nein, dann kommt er zum RTW. Ah, gut. Ja, such mal selber raus. Informier mal meinen Notfallkontakt, Thomas. Och Mann. Gut, ich bin schon mal los, ja? Jo, ja. Ciao, Ikone. Danke dir. Ja, also stell dich bitte daneben, wenn er telefoniert. Ja. Ja, also ob Harriet was... So, warum soll ihn jetzt, ich frage für einen Freund, warum soll ihn jetzt anrufen und nicht in einem Weil ihr jetzt Übungsende gesagt habt. Ja. Das stimmt. Ja, also die Situation ist jetzt im MD in Behandlung. Richtig. Okay. Wenn ihr die Übungsende nicht gemacht hättet, dann hätte ich ihn noch warten müssen. Okay, aber Notfallkontakt, da steht eine andere drin, Harriet. Was? Was steht da drin? Fängt nicht mit 483 an. Was steht da drin? 55, warte, lass mich kurz gucken. Steht da Izzy noch drin, ich habe dir das extra ändern lassen. Das ist auch geändert worden. Oh, definitiv. Wurde Dominik eingetragen. Ah, wollte gerade sagen. 559531. Vielleicht hat der das nicht übernommen, oder? Ja, wahrscheinlich hat er das nicht übernommen. Nee, ruf mal bitte die 4. Ruf bitte nicht diese Nummer an, ruf bitte die 483. 934 an. Also, 483. 934. 934. Danke dir. Okay. Meinen Namen habe ich ja auch nicht, ne? Das ist Herr Fast. Okay. Und den soll ich jetzt wirklich anrufen und dann ihm sagen, okay. Er weiß theoretisch Bescheid, alles gut. Okay. Sollst mal das Angehörigengespräch üben. Na toll. Ich hoffe, Dom übertreibt nicht. Jeder mal durch. Hallo Herr Fast, Jenkins von MD. Sie sind als Notfallkontakt hinterlegt für die Frau Spengler, Harriet. Spengler. Sie hatte einen Unfall und wird jetzt ins Krankenhaus geliefert. Nur zur Info für Sie, sodass Sie, wenn Sie sie besuchen wollen, dass Sie dann vorbeikommen können. Kurz die neue Ware geliefert? Ja. Ware abgeliefert. Die hatte einen Unfall mit dem Helikopter, ist da gestürzt und weitere Untersuchungen müssen wir jetzt im Krankenhaus machen. Natürlich. Bitte. Tschüss. Okay. Ja, fand ich gut. Keine Verletzungsmuster genannt. Keine Verletzungsmuster genannt, ja, super. Ich gut. Darf ich ja nicht. Nö, finde ich gut. Richtig. Perfekt gemacht. Sehr schön, Thomas. Sehr gut. Gut gemacht. Gut, dann RTH1 wieder in der Luft und ihr bitte ins MD. Ins MD. Ciao. Ciao. Was hast du mit dem Heli gemacht? Warum Quatsch. Direkt zurück? Ja. Okay. Ah, hoch mit dir. Ja, ja. Und wegen Navi benutzen. Nee. Flug auf Sicht. Jetzt
jetzt bei Apple? Nein. Oh Mann. Ich hab den Normalkamera rausgenommen. Falls du ihn suchen solltest jetzt, halte ich mal ein bisschen weiter so in Richtung 11 Uhr. Als Orientierungspunkt kannst du immer den Highway nehmen. Ich ruf mal kurz nach Namian, ja? Ruf mal nach Namian. Hast ja Zeit, bis ich das selbst gefunden habe. Hi du. So, Harriet ist fast tot. Ich bin mit dem Fallschirm abgesprungen und sie fliegen jetzt gerade ins Davis zurück. Das war so die kurze Zusammenfassung der Übung. Ja, sie simuliert fast tot. Sie fliegt gerade den Heli zurück und ich kann telefonieren nebenbei. Ja, es gab auch schon einen Angehörigenanruf, habe ich schon gehört. Bei Dom. Ja. Gern geschehen. Gut. Dann kurz vor 11 zum Flughafen, ja? Kurz vor 11 dann zum Flughafen, ja? Okay. Gut. Ja. Gut. Bis dann. Tschüss. Ah, Nami freut sich, dass wir nicht gestorben sind. Ja, sehr gut. Genau, das Gebäude vor uns auf 11 ja, Uhr. Ja. Guck mal, es funktioniert doch. Sehr gut. RTH1, dann Antwort auf Davis. Ich hatte tatsächlich... RTH1, Landeanflug auf Davis. Tatsächlich extra vorher Dom eine SOS geschrieben und meinte, falls irgendjemand nicht mitbekommt, dass es eine Übung ist, es geht mir gut. Habe ich ihm extra geschrieben. So, Landeplattform ist frei. Da steht zwar einer, aber das sieht aus wie ein Kasten. Das war der aber sehr windig. Mein Gott. Warum genau stehen hier schon wieder Blumen auf dem Helipad? Soll ich Fragen stellen? Vorne am Eingang. Keine Ahnung. Ich frage einfach nicht mehr. Fragen wir erstmal Carsten gleich. So, dann park einmal ein, bitte. Ja? Jawohl. Sind wir jetzt neugierig und lesen diesen Zettel oder sind wir nicht neugierig und lesen diesen Zettel? Ah, ich bin scheiße neugierig, muss ich zugeben. Dann heb auf und lies laut vor. Ja, soll ich? Ja, mach. Okay. Ich tippe auf Carsten. Na, warte. Das kann ich nicht vorlesen. Das ist tatsächlich für mich. Das kann ich nicht vorlesen, das ist für mich. Scheiße. Das ist für dich. Das ist für mich. Lies vor. Nein, ich kann das nicht vorlesen. Ich hätte den Zettel auch aufheben können. Scheiße, das ist für dich für mich. Lies vor. Soll ich fertig vorlesen? Ja, es mach. Das ist Schnulze, du musst brechen. Mach. Das ist Geschnulze. Du wirst brechen einfach müssen. Okay. Hör auf, Zeit zu schinden. Okay.
Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Ich liebe deine fröhliche und naive Art, die Dinge zu sehen. Du zeigst mir die Welt mit anderen Augen. Ich kann es kaum erwarten, vor dem Altar zu stehen und alles zu zeigen. Du bist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Du bereicherst mein Leben Tag für Tag. Und jedes Mal, wenn du mir eine SMS schreibst, grinse ich wie ein Honigkuchenpferd. Das ist so süß. Wenn wir zusammen sind, vergesse ich alles drumherum. Das lese ich jetzt nicht vor. Ich liebe es, deinen Duft einzuatmen, wenn du neben mir liegst. Ich liebe dich auf ewig, dein Daumen. Ich hätte den Zettel doch lesen sollen. Schwierig jetzt. Also meine Dumm. Ja, einen Teil habe ich jetzt nicht vorgelesen. Ich rufe ihn mal kurz an, ich kläre das mal kurz. Nein! Warum? Du lässt mein Honigkuchenpferd in Ruhe, ich sag's dir. Dann. Ach Gott, du bist so doof. Wen hat er das jetzt da hinstellen lassen? Wer war das? Carsten. Ich weiß gar nicht wissen. Ja, es war Carsten. Carsten war gerade hier. Danke, Carsten. Ja. Zumindest habe ich Carsten. Stell dir mal vor, wir hätten das gar nicht genommen, weil wir dachten, das ist für wen anders. Ja. Mensch, du bist ja neugierig. Gut, dass wir neugierig sind. Ja. Ah, ja. Schaut süß. Ich glaube, der Fahrstuhl hat deine Seele gefressen. Ja, deiner, dich auch. Warte mal, ich habe gar keine Seele, ich bin rothaarig. Stimmt. Ja. Der Fahrstuhl zeigt also nur mein wahres Ich. Musst du nur die Tür zuschieben. Ja, war doch lustig. Finde ich, war sehr überzeugend. Ja. Thomas wusste nämlich ganz ehrlich, was er sagen soll. Es war alles Kiescher. So. Haben wir alle. Haben wir alle Kräfte, die dabei waren? Kopfschmerzen. Der hat Kopfschmerzen? Also, wir sind auf jeden Fall alle von der Sammelstelle. Weiter weiß ich nicht. Ja, der Joker war RTH ist nicht komplett. Okay. Hattest du extra deine Fliegerbrille an, Harriet? Ja, natürlich. Das ist manchmal echt doof, wenn man bei Sonnenuntergang fliegt. Deswegen seid ihr abgestürzt? Richtig. Deswegen habe ich eine Pilotenbrille. Die ist wichtig und richtig. Dass deine Co-Pilot da wieder an irgendwelchen Knöpfen rumgefummelt hat. Richtig, es war der Co-Pilot. Ich bin, der Co-Pilot ist noch rausgesprungen rechtzeitig. Ja, genau, der ist rausgesprungen und hat sich... passiert. Genau. Ja, der wusste ja, was kommt, nachdem er an den Knöpfen rumgedreht hat. Ja, genau. Und ich wollte den Heli nicht kaputt machen, deswegen musste ich notlanden. Dann hätte ich auch einfach rausspringen können. Wurde dir eigentlich nochmal angefunkt nach... Nein. Nö. Und es gab keinen Funkversuch. Also kein... Gar kein. Wieso soll ich denn Funkversuch starten schon, wenn ihr Mayday... Da habt ihr anderes zu tun, außer zu funken. Naja, Informationen nachfragen, was hätten wir können. Aber es ist okay, lass uns das mal chronologisch durchbesprechen gleich. Es fehlt noch jemand. Wenn Cruz endlich sich mal vom Klo bewegt und so. Wie schreibt man Mayday, Mayday? M-A-Y. So wie man spricht. Y. Make my day, make my day. Ach nee, das ist was anderes. Nee, das ist irgend so ein... M-A-Y-D-A-Y. M-A-Y-D-A-Y, ja. Ich hab gestern irgendwie sowas in der Art von einem Status 9 gehört. Ich war verwundert. Status 9, ja? Wollte ich gerade sagen. Ich glaube schon immer, wird aber ziemlich selten benutzt. Ja, deswegen sage ich es ja. Ziemlich oft totaler Blödsinn ist. Weil bis ein Notarzt bei mir am RTW ist, bin ich mit dem RTW auch wieder in der Klinik. Ja, in manchen Situationen ist das halt sinnvoll, ja. Ne, wenn kein Arzt vor Ort ist. Ja. Oder man findet Leute, mit denen man nicht mehr helfen kann. Mhm. Ja, dann ist natürlich auch Notfall. Also. Was funkt man denn dann, wenn man als Notarzt unterwegs ist? Auch Status 9 oder Status 3? Die Status 3? Weitermachen? Einmal kurz? Hä? Okay. Ich brauch dich einmal kurz, Kisha, ne? Natürlich. Bist ja als Notarzt nicht unterwegs, bist ja als RTW unterwegs. Jein. Du bist ein neues Einsatzmittel, egal ob du jetzt RT, ja. BRTH, Granger, Bergziege, Privatfahrzeug. Oh, jetzt ist Cruz da, aber John ist weg. Toll, das ist echt. Perfekt. Ja, ich hatte kurz Kopfschmerzen. Ja, alles gut. Unverzeihlich. Zum Glück bist du nicht geflogen gerade. Ja,
Bin ich, wieso? Wollte John was von mir? Ja, wir wollten besprechen, aber du warst nicht da. Wir warten auf dich. Ach so. Richtig, jetzt muss auf John warten. Hey, leise, Oma. Ich versuch's. Gut, dann an alle Beteiligten. Vielen Dank, dass ihr meiner kleinen Einladung gefolgt seid. Auf den Kreisgrößer Kischer muss noch passen. Ja, Kischer braucht halt viel Platz. Ich bin zu fett, ich muss durch. Wir haben mehr Milchshakes trinken. Ich glaube, die helfen beim Abnehmen. Also danke, dass ihr unserer kleinen Einladung gefolgt seid. Zum Spaß am Montchilliard. Einsatzsituation war wie folgt. Der Chini ist abgestürzt. Und ich habe euch noch einen groben Ort durchgegeben und mehr auch nicht. Chronologisch abgebaut, es gab halt den Funkspruch von mir. Und ab da fingen hier Sachen an zu passieren. Connor, du hattest die Einsatzleitung. Mhm. Wie war die Situation hier vor Ort? Ja, der Funkspruch kam an. Jeder hatte den ja logischerweise auf dem Funk mitgehört. Ich hatte dann einmal durchgegeben, dass sich die FD-Einsatzkräfte hier einmal vom Davis sammeln. Also so, wie ich es bei der letzten Übung auch schon gemacht hatte. Um einfach einen Überblick zu haben und direkt einteilen zu können. Das hat auch soweit geklappt. Ja, dementsprechend dann Carsten und Marcus auf jeweils eine Bergziege. Jack Pilot hat einen Co-Piloten beiseite gekriegt und dann den RTW noch dazu. Dann halt habe ich gesagt, dass wir da auf jeden Fall die FD-Fahrzeuge in Konvoi hochfahren, weil die Bergziegen halt keine Sonderrechte haben. Somit habe ich einen Granger benutzt und dann bin den Bergziegen weggefahren, dass wir da eine Warnwirkung haben. Der RTW hatte sich dann angeschlossen, genau. Ja, wie gesagt, dann umgezogen, Fahrzeuge wurden besetzt und sind dann losgefahren. Ich hatte dann mir einen markanten Punkt am Mount Chiliad rausgesucht, den man dann im Zweifel auch relativ schnell finden kann. Da ist einmal für nachrückende Kräfte, falls man noch irgendwie einen RTW nachfordert oder so, dass der direkt weiß, wo wir sind. Als Sammelpunkt sowie auch für die Bergziegen nach der Rettung quasi der Person, dass die einen markanten Punkt haben. Das war Lonnie's Bar and Grips. Hallöchen. Wir haben Nachbesprechungen. Hey. Gehört zu. War quasi auf so einer Freifläche neben Lonnie's Bar in Grapeseed. Das ist relativ markant. Lonnie's Bar kennen halt viele und ja, man hat da auch genug Punkte, um zu beschreiben. Dort angekommen, quasi sitzt der Einsatzleitung und ein Sammelplatz dort eingerichtet. Die Bergziegen habe ich anfänglich noch kurz Standby gelassen, weil ich gehofft hatte, dass der Heli relativ schnell fündig wird. Dem war dann nicht so und dann quasi kam die Idee auch von Marcus und von Carsten, dass die Bergziegen ja schon mal losfahren könnten, um auch schon mal die Hangseite zu kontrollieren. Das habe ich dann so veranlasst, dann sind die beiden schon mal losgefahren. Ja, und dann stand ich da und habe auf Meldung gewartet. Gut, der Heli hat uns gefunden, zur Information. Ich habe den Heli per Draht Landeverbot erteilt. Ein geübter Pilot hätte es eventuell noch hinkriegen können, dort zu landen. Check. Das Risiko ist aber aus meiner Sicht nicht hergegeben, so ein Versuch, deswegen habe ich es unterbunden. 30 Status 2 in den Stable. Die Bergziegen kamen bei uns an. Hab ich fast überfahren? Ja, haben Harold fast überfahren. Oben war alles geordnet, strukturiert. Ich habe jetzt nichts Negatives gesehen. Ein bisschen mehr Informationen an den Ansatzleiter hätte ich mir gewünscht. Abtransport dann an den Ansatzleiter, an die Sammelstelle. Und ich bin dann den Heli runtergeflogen. Da hat sich der Co-Pilot plötzlich wieder angefunden. Der ist gelandet. Hat länger gebraucht. Als Info für dich, Carsten, weil du ja den Weg suchen solltest für die Bergziege. Das Flussbett war eine richtig scheiß Idee. Dieses Spineboard ist scheiße unbequem und es hat die ganze Zeit nur geschüttelt und gerüttelt. Wirklich, das war ungünstig. Ja, von Markus auch mitgeteilt worden, hatte ich nicht drüber nachgedacht. Der Weg war halt am einfachsten gewesen. Also für dich war er super, aber für jemanden auf dem Spineboard war es sehr unbequem. Und wenn ich jetzt wirklich was mit dem Nacken oder so gehabt hätte, war ungünstig gewesen. Hab ich dann nach Markus Hinweis auch gemacht und bin dann woanders. Möglichst schonend transportieren, möglichst schonend. Ich bin da auch nur maximal 20, 30 gefahren, weil da waren halt Hobel auf Hobel auf dem Hobel. Sehr gut. Gut, dann wurde an den RTW übergeben. Thomas? Ja? Erzähl mal. Was hast du vorgefunden? Was war los? Hast du getan? Ich habe eine bewusstlose Person vorgefunden mit Brennung, die schon vorangekündigt worden ist. Konnte also schon Beta-Isadonna schon bereithalten, Desinfektionsmittel,
Ringer Nova Lösung und eben auch mein Riechsalz. Hab dann erstmal geguckt, ob soweit alles noch in Ordnung ist. Dann mit Riechsalz dann erstmal dafür gesorgt, dass die Person wieder bei Bewusstsein ist. Dann hat sie, als sie wieder bewusst wurde, sehr doll geschrien, über sehr dolle Schmerzen geklagt. Kisha hat dann angefangen, die Patientin zu beruhigen. Währenddessen konnte ich dann schon eine Ringer-Nova-Lösung, eine Ringer-Nova schon legen, Schmerzmittel schon mal intravenös geben, dann oberflächlich schon nach Verbrennungen geguckt, welche Salben ich dann dafür gegebenenfalls nehmen kann. Kiecher hat dann geschafft, die Patientin einigermaßen zu beruhigen, waren aber Schmerzen ja, immer auch voll noch zu sehr da. Ja, dann später, weil du ja nicht aufgehört hast, weil du immer noch mehr Schmerzen sowas. Hattest. Ja, na also, sowas. Ja, also muss Verbrennung zweit Grades, Leute, aua. Ja, dann haben wir natürlich dann Schmerzmitteldosis nochmal erhöht, das heißt die Novalgien-Dosis erhöht. Währenddessen habe ich dann mein angefangen, Fentanyl. Die ganzen Verbrennungen Beta-Isoprenner drauf zu machen und nochmal mit einem kleinen Verband dann abzudecken, sodass da nichts Neues dann reinkommt. Ganzen Kleidung wurden angelassen, weil die Verbrennungen dafür gesorgt haben, wenn ich die jetzt vor Ort dann ausgezogen hätte, wäre das dann viel, viel schlimmer gewesen. Check. Somit wurde das dann mit eingebunden, weil es hätte man dann zum Beispiel im OP oder so dann wirklich dann unter einer besseren Umgebung und sauberen Umgebung dann eben freischneiden können. Vitalwerte geprüft, das heißt Puls, Blutdruck, waren dann auch noch alles soweit in Ordnung. Etwas erhöhter Puls, das ist aber auch klar. Ich greif mal kurz an, so umfangreich brauche ich das nicht. Okay. Du hast deine Arbeit getan. Danke. Ja, was ihr nicht mitbekommen habt, es gab natürlich dann auch noch den Anruf beim Angehörigen. Ich habe die Übung dann vorzeitig beendet. Es gab sogar den Anruf beim Angehörigen hier von Thomas, der halt über einen Unfall informiert hat, ohne Verletzungsmuster zu nennen und ja, auch wo die gut. Person dann landet. Ja. Das ist definitiv das, worauf wir einen stärkeren Fokus legen müssen. Dass, wenn die Patienten bei uns sind, in Behandlung sind, wir zumindest diese 30 Sekunden uns nehmen, kurz in die Akte zu gucken, ist ein Notfallkontakt da oder nicht, und dann einmal die Person anrufen. Gut. Kritikpunkte von dir, Connor. Ja, einen hätte ich tatsächlich. Und zwar würde ich darum bitten, dass nicht irgendwelche Sachen, wenn ich was im Funk sage, da zum Beispiel jetzt genau in diesem Falle die Leitstelle anfunke, ich keinen Kommentar brauche, die Leitstelle ist nicht im Funkkreis. Ich wusste, dass Johnny im Funkkreis ist. Dementsprechend, bloß weil ihr die Information nicht habt, brauche ich sie dann nicht noch irgendwie eine Korrektur mitgeteilt bekommen. Im Zweifel, was mir als Schlimmstes passieren könnte, dass mir die Leitstelle nicht antwortet, das hätte ich dann auch mitgekriegt und hätte dann telefonisch probiert. Aber ich brauche da jetzt keine Diskussion im Funk, ob die Leitstelle jetzt im Funk ist oder nicht. In dem Fall wusste ich, dass sie im Funk ist, dementsprechend war dieser Funkspruch dann komplett überflüssig. Ja, da würde ich gerne reingrätschen. Mir wurde beigebracht, jeder meldet sich im Dreierfunk immer an. Leitstelle von RTW3, bitte. Und da ich an der Leitstelle gehört habe, dass sich Kennzeichen, die 04. Ja. Die Leitstelle kann aber auch schon vor dir im Funk gewesen sein, Markus. Also das überlasst tatsächlich dem Einsatzleiter. Ich habe sogar durchgefunkt, dass ihr alle in Funkkreis 3 geht, Markus. Ja, ich war da schon vorher. Der Funkspruch kam von mir. 3. Ja. Ja, also halt schwierig, ne? Hin oder her, wie gesagt, im schlimmsten Fall hat die Leitstelle nicht geantwortet. Hätte ich mitgekriegt, dass sie nicht da gewesen wäre, dann hätte ich es über Draht probiert. Aber das sind halt überflüssige Meldungen im Funk, die da nicht hingehören. Ja, okay, verstehe. Ja, dann würde ich dann aber auch bitten, dass sich jeder, der im Dreier ist, auch ankündigt. Nee, muss er nicht. Warum? Muss er nicht. Hast du beigebracht? Nee, muss er im Einsatz. Ich habe hin und her gehabt, weil zwischendurch dann noch neue Leute im Dienst gekommen sind. Aber sonst hätte ich den RTR da einfach rausgezogen aus der Übung. Ja. Und dafür bin ich in dem Funkkreis drin. So, das ist aber die Aufgabe der Leitstelle. Ja. Ich habe eine kurze Rückmeldung zum Angehörigengespräch bekommen. Ich habe eine kurze Frage. Okay. Ja, Kisha. Also müssen wir uns jetzt im Funkkreis 3 anmelden oder einfach sobald... Wenn es ein FD-Einsatz ist, du an dem FD-Einsatz teilnimmst, das FD geht automatisch in Funkkreis 3. Okay, wir waren jetzt quasi der RTW dafür. Wir hätten wir uns anmelden müssen, dass wir Funkkreis 3 gehen?
Nein, prinzipiell nicht, weil da kann ich direkt reingrätschen, weil ich ja direkt hier schon am Davis gesagt habe, dass wir alle beteiligten Einsatzmittel an diesem Einsatz in den Funkkreis 3 wechseln. Da gehört ihr als RTW zu. Dementsprechend, wenn ich schon sage, es wechseln alle im Funkkreis 3, dann brauche ich da nicht nochmal eine Anmeldung, weil ich weiß ja, welche Einsatzmittel ich da jetzt gerade los oder initial mit habe. Sollte jetzt ein Einsatzmittel, hätte ich jetzt noch ein RTW angefordert, dann hätte der garantiert von der Leitstation gekriegt, die sind alle im Funkkreis 3, bitte umschalten, und die hätten sich dann angemeldet. Aber wir waren ja alle initial direkt von Anfang an dabei. Okay, gut, dann weiß ich das auch. Gut. Kisha, schnapp dir bitte einmal kurz Juri, besprich das, was wir gerade besprochen haben, ob da auch das Go kommt, ja? Ja, okay. Gut, Harriet. Ja. Achso, ja. Feedback vom Angehörigengespräch an dich, Thomas. War soweit alles in Ordnung? Er hätte sich gewünscht, dass er nicht nachfragen muss, mit was genau Unfall gemeint ist. Ansonsten alles gut. Weil Unfall ist halt schon sehr großzügig. Ja, aber so detailliert ist halt... Nee, okay. Aber dann, als du gesagt hattest, irgendwas mit dem Heli, war alles fein. Gut. Ansonsten keine Anmerkung. War alles gut. Also ich verbuche diese Übung für mich als vollen Erfolg. Wie habt ihr euch gefühlt? Ganz gut. Gut. Ja. Sehr gut, ja. Gut, dann Ende der Nachtbesprechung. Leitstelle. Ja. Vielen Dank fürs Retten. Alle verfügbaren FD-Kräfte einmal beiseite. Wir haben um 20 Uhr ein Date. Noch eine Übung oder können wir mit den Einsatzkräften arbeiten? Wir werden ins Prison fahren. Ich? Und eine Fortbegehung, da hatte ich so viele wie möglich. Okay. Also alles, was du entbehren kannst, Johnny. Oder was alles was ich entbehren kann. Sollen wir notfallmäßig die 51 mit 52 besetzen? Wir nehmen so viele Fahrzeuge wie möglich, dass wir so breit. Das Problem ist, wir kommen dann auf die Schnelle nicht raus. So oder so. Und ich möchte definitiv mit den Engines reinfahren, um einfach mal zu gucken, wie es ist dort mit Manövrieren, wo sind die Gefahrenpunkte, wo haben wir Wasser und so weiter und so weiter. Dann haben wir noch. Das ist doch ein normaler RTW oder so. Also zwei Fire Trucks und einen normalen RTW. Ja. Fährt der RTW mit noch... gelb oder mit normaler Karte? Gelb, wir fahren in gelb. Okay. RTW ist dann noch John und Markus. Bruce hast du schon. Dann schmeißen wir noch Chris und Luna jetzt zusammen auf. Was? Finde ich schwierig, weil wenn wir dann rausgezogen werden, John sollte das mitbekommen, was da drin abgeht. Wieso sollten wir dich rausziehen? RTW. Du, wie er dann das von der Besatzung macht, wer dann geht, okay. Markus, okay. Ist mir absolut gleich. Gut. Sag euch gerne auch um. Ja. Gut, alles klar. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, sollen wir mit? Zweifeln nämlich die beiden, wo am nächsten am Ausgang sind und irgendwie schnell rauskommen. Fixen Sie schon? Ja. Ich glaube, ich habe nicht ganz gefolgt. Können wir alle jetzt gehen, die hier stehen, oder? Nee, du hast um 20 Uhr. Die FD-Einsatzkräfte haben um 10, also einen 10-Minuten Termin. Nee, das meine ich mit gehen. Den FD-Einsatz mit begleiten. Nicht ja, doch. Alle gut. RTW 8, gut. Firetruck 1 und 2, bitte einmal Leitstellenblatt prüfen und dann könnt ihr los. Ja, gut, okay. Ich dann ziehen wir uns schon mal um. Ich bleib mit Johnny hier, damit. Okay, dann ziehen wir uns um. Die 43 von der Leitstelle kommen. Gott, ich dachte echt, Markus überfährt mich, ne? Es war echt knapp. Holy shit. Ja, es war halt schwierig. Ja, wenn John mich nicht 20 Mal getreten hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mit dem Boden so verschmolzen gewesen. Check. Blöd, Mann. Ja, ich bin ja auch über dich drüber gelaufen. Nach der Entspannung ging's. Ja, wie gesagt, John hat mich halt 20 Mal getreten. Ich glaube, ich bin mit dem Boden dann verschmolzen. So, dann gehen wir gleich in Funkkreis 3, ja? Nein. Nein. Nein? Es ist kein Einsatz. Okay. Solange nichts von der Leitstelle kommt, ja, gehen wir nicht in 3. Ich glaube, ich habe Thomas ein bisschen überfordert mit dem Schreien. Ich habe das, glaube ich, so gut gespielt. Okay, Funkkreis 3. Okay, gut. Wo ist denn Crew schon wieder hin? 3. Also doch. Keine Ahnung.
Ja. Also ich weiß nicht, was ich da, also... Wolltest du sagen, jetzt? Weil ich ihn gesagt habe, ich sag's dir ja. Weiter, aber also... Alles klar. War kein Einsatz, den sie deswegen abbrechen mussten. Ja, alles gut. Ich sag dann gleich. Jo. Und das ist ein Code neu. Ja. Ja. Okay, meinetwegen auch das. Muss umziehen. Sofort. Jetzt. Das müssen ihm jetzt nicht noch 300 Leute sagen. So, Ich hab hier was für dich. So, Samalia. Hier, eine neue Chipkarte. Oh, herzlichen Glückwunsch, Thomas. Trainingzeit beendet. Glückwunsch. Super, danke schön. Darf ich alleine RTW fahren, oder? Es wird dir nicht das... alleine RTW gefahren. Ah ja, im Notfall. Im Notfall darfst du es, ja. Geil. Sehr schön. Dann danke. Mach weiter so. Und alles andere kriegen wir hin. Tipp Krämer. Leiser, Carsten. Carsten, hast du Nokia? Ja. Gott. Auf dir ein neues Handy, bitte. Mach ich. Auf welcher Engine bin ich jetzt? Mit mir. Okay, alles auf klar. Auf Engine 1. Was? Wir sind eigentlich hier. Moment. Ja, wir sind auf A. Nee. Ah, wir sind jetzt ja, ist gerade umgestellt worden. Ich bin Engine 2. Wir sind auf 51 Cruise. Ich bin Engine 2, hervorragend. Sehr gut. Sollen wir alle vom Kreis 3 gehen, oder? Ja. Ja. Seid ihr schon? Ja. Okay. Das ist Connor. Gut. Das ist mein Partner. Hat doch nicht mal angefangen, ich habe meinen Partner verloren. Scheiße. Nein, der steht da nun nicht. Na, im Geld. Gott sei Dank, der soll sich mal umziehen. Geh dich umziehen! Wir sind Firetruck 2, bei dich! Oh Gott, jetzt... Mein Gott, jetzt lass die Leute noch mal ein bisschen in Ruhe. Der sollte doch jetzt hier Bescheid sagen von Amalia aus. Hey, Cody. Hi, hi. Was geht? Sollte ich mir Sorgen machen, dass Dimitri da steht? Nee, oder? Ist das für euch Firetruck 1, ja? Dann hole ich den anderen raus. Alles klar. Leitstelle für Firetruck 1. Mach mir jetzt keine Sorgen, dass da Dimitri mit beisteht, oder? Nein. Habe ich nicht gesehen. Habe ich einfach nicht gesehen. Gott, ist der dreckig. Nein, einfach keine Gedanken. Let's go, Connor! Du bist nicht Connor. Connor ist bei mir eingeteilt, was soll das? Ja, es ist mir auch egal. Gut. Hey, John. Let's go, John. Hab dich natürlich auch gerne hier. Lass Connor einfach stehen. Ja, Connor, setz dich mal bei Marcus rein. Genau. Tipptopp. Und was machen wir im Gefängnis? An alle Fahrzeuge einmal Lichter an, ohne Musik. Bist du im Funkkreis 3? Ich hab dich nicht gehört. An alle Fahrzeuge Lichter an, ohne Musik. Was machen wir im Gefängnis jetzt? Dich da lassen. Du hast gerade gesehen, wer vor dem MD steht? Ja, ich hab's gesehen. Gut. Ja, hervorragend.
du mal hinter uns bitte? Guckst mal in den Rückspiegel? Alles passt? Alles gut, ja. Passt. Warum genau musste ich jetzt mit dem Heli abstürzen? Das frage ich mich immer noch. Weil ich keinen Bock hatte zu fliegen. Das hat ja, die wussten ja, dass es eine Übung war. Ist alles gut. Also, die Kräfte, die Leute, die es wissen mussten, wussten es. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Thomas war das nicht so bewusst. Weil er auch sehr schweigsam war. Ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit einem schreienden Patienten. Ja, muss auch mal sein. Hat Keisha sehr gut gemacht. Er war so, Hilfe. Keishas Feedback war für mich mehr als ausreichend, um ihn halt aus dem Training ranzuholen. Ja, klar. Also hat das ja auch alles vernünftig gemacht. Und für sowas sind solche Übungen halt relativ als kleine, also sagen wir mal, als kleine Abschlussprüfung nicht verkehrt. Bitte daneben, bitte. Rechts von mir auch rein. Hey. Hey Jungs. Abend. Na? Der Beauty Rockbart, hallo. Ich habe mal ein bisschen Spielzeug mitgebracht. Ja, ich merke das. Ich sehe das. Habt ihr irgendwas Großes vor hier? Hallo. Ja, ich muss tatsächlich einmal auch reinfahren mit den Dingern. Okay. Ja, ja. Ist doch kein Problem. Ne, dass wir halt im Endeffekt am besten, einer von euch setzt sich halt bei mir vorne mit auf die Führungsengine. Ja, warte, dann lass mich mal eben mein Knöpfchen holen. Jo. Ich schau mal, ob der Hof soweit clear ist, aber ja. Stimmt, sind noch Insassen drin? Ja, bei 100%. Auf jeden Fall. So, Kollegen, Kolleginnen, wir werden das einmal. Wollt ihr erstmal hier vorne gucken? Oder ja, lass uns mal reinkommen. Lass uns mal von innen nach außen machen. Alles klar, dann gehen wir erstmal durch. Ja. Und dann fahren wir einmal nach hinten auf den Hof. Alles klar. Gut, dann folgt mir mal unauffällig. Ganz unauffällig. Unauffällig kann ich nicht. Alle unauffällig. Aber eigentlich bin ich auch unhöflich, ne? Könnt sich auch mal vorstellen. Ja, genau. Marcus. Ja, sie hat gesagt, unauffällig. Marcus, reiß dich zusammen. Verstehen Sie mich alle, ja? Ja. Ja. Also, mein Dienstnummer ist SD20, stellvertretender Marshallleiter Paris. Was ist ein Marshall? Wir sind quasi dafür zuständig, dass die schweren Jungs hier ins Prison kommen. Ah, okay. Aha. Also das heißt, wenn irgendwo Türen eingetreten werden müssen, dürft ihr uns kontaktieren. Also die harten Jungs. Die harten Jungs, ja. Sind wir ja schon. Ich wollte gerade sagen, Moment mal. Wenn ihr mal irgendwas braucht von uns, ruft er auf der Leitstelle 229 an. Also nicht 922, sondern 229. Ha, witzig. Genau, 229 sehr, sehr witzig. Ist die Marshall-Leitstelle und 922 ist die normale Sheriff-Leitstelle. Okay. Das heißt, wenn irgendjemand wieder anruft und sagt, ja, wir sind im Prism, die 229 anrufen. Genau. Also und grundsätzlich bitte einmal in aller Deutlichkeit hier nochmal an das Kollegium gesagt, das Prism ist tabu. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir direkt kontaktiert werden und direkt vorne abgeholt werden. Es marschiert hier keiner rein. Wir übernehmen hier keine medizinische Behandlung. Dafür haben die eine eigene Krankenstation.
werden auch nur wirklich hier reinfahren, mit Begleitung eines Deputies oder eines Sheriffs und nicht anders. Genau. In aller Deutlichkeit gesagt. Das heißt, wenn hier irgendeiner aus dem Prison anrufen sollte, der nicht vom Sheriff's Department ist oder vom Marshal Service oder vom PD, bleibt hier bitte raus. Ihr kommt hier sowieso nicht rein. Also wenn ihr irgendwo hinten hin müsst oder so, kommt ihr sowieso ohne uns hier eh nicht rein. Will ich gar nicht rein. Nichtsdestotrotz, auch wenn, wenn von oben hier Notruf kommt, bevor ihr hier anfahrt, ruft da bitte an. Weil es kann immer mal wieder sein, es ist jetzt schon öfters vorgekommen, dass gewisse Leute sich hier einen Spaß draus gemacht haben und irgendeine Tür aufgebrochen haben und die vielleicht da draußen rumlaufen. Ja, und wir haben ehrlich gesagt keine Lust darauf, dass sie euch die Fahrzeuge abziehen oder irgendeinen von euch als Geisel nehmen. Ja. Lieber ruft ihr einmal an und kommt vielleicht eine Minute später, wie als dass ihr hier hochfahrt und wir euch am Endeffekt dann die Einzelteile wieder aufsammeln dürfen. Weil hier sitzen wirklich ein paar sehr harte Jungs drin, die mehrfach lebenslänglich haben. Näher ins Detail möchte ich da jetzt nicht gehen. Also die haben nichts zu verlieren. Die haben nichts zu verlieren, so wie jeder andere auch, der hier einfährt. Ja, egal was für eine Haftstrafe der hat, sobald die hier drin sitzen, haben die im Endeffekt nichts mehr zu verlieren. Gut, hier vorne ist der Vorraum. Die Tür da vorne ist immer offen, wo wir jetzt gerade reingegangen sind. Genauso wie die Tür da zum Visitor. Ja, das sind quasi die Besucherräume. Da kommen die Besucher rein. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann quasi die für die Häftlinge. Die Gittertür hier vorne geht nur via Code auf. Das heißt, da muss dann sowieso einer von uns dabei sein. Da kommt er sonst auch nicht durch. Hinter uns haben wir dann quasi die Anmeldestelle. Und rechts daneben haben wir eine Umkleidekabine und Toilette. Was ist links, wenn ich fragen darf? Wo links? Von der Anmeldestelle. Das ist die Tür zu der Anmeldestelle. Ah, okay. Okay, hätte ich aber auch. Also durchs Fenster klettern wir noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also noch haben wir den Luxus, wir dürfen durch die Tür gehen. Fragen dazu? Nein. Nö. Noch nicht. Dann gehen wir einmal nach hinten, ich mache euch einmal die Tür auf und dann dürft ihr nach und